Ja, nee, so nie. Entschuldigung. Ich hab dir das mitgebracht. Oh, danke schön. Sag mal, du siehst gestresst aus. Aber was grübelst du denn? Ja, ich muss das mit dir selbst lernen für das neue Skript, aber es ist einfach so schwer, sich in die Charaktere reinzuversetzen ohne einen Partner. Naja, ich kann doch einfach mit dir spielen. Zeig mal her. Stimmt ja, du spielst ja mal die Frau, ne? Ja, das tue ich. Okay. Hast du das Skript einfach schon gelernt? Ja. Hast du mal drüber nachgedacht, dass du Schauspieler werden könntest? Nee, ich glaube, ich bleib doch lieber bei meinen Ratten zu Hause. Warte mal, bin ich nicht deine Ratte? Du bist auch meine Ratte. Okay. Okay, gut. Du weinst, meine Liebste? Das geht dich nichts an, verschwinde! Was bringt es einem Mann hinterher zu weinen? Es ist doch nichts als reine Zeitverschwendung. Er könnte deine Gefühle nicht erwidern, also hat er entschlossen, einfach freundlich zu dir zu sein. Wie lange hast du schon diese Tränen geweint? Ist es nicht grausam, immer um diese Beziehung zu kämpfen, die dir nichts bringt als Traurigkeit? Was weißt du denn schon? Nichts. Bis jetzt. Aber ich weiß, wie ich dich von deinen Schmerzen befreien kann. Wenigstens für einen kurzen Moment. Lass mich los, du redest Schwachsinn. Ich meine das vollkommen ernst. Was soll dir diese konstante Traurigkeit bringen? Du kannst so weder nach vorne noch zurück. Und egal, wie sehr du nach ihm schreien wirst, er wird sich niemals nach dir umdrehen. Arme Liebste. Willst du nicht vergessen, diesen grausamen, aber doch netten Mann? Willst du nicht vergessen, nur für diese eine Nacht? Warte! Das machst du jetzt aber nicht mit einem anderen Mann, oder? Naja, was soll ich sagen? Das ist mein Job.